Herzlich willkommen, guten Tag, liebe Online-Gemeinde. Heute nicht nur das kleine Kreuz am Revers, sondern heute das große Kreuz über mir. Ich möchte mich ganz unter das Kreuz stellen für Sie. Heute ist Karfreitag. Und das Wort vom Kreuz auch in der ersten Lesung von der Liturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn aus dem Buch des Propheten Jesaja, das vierte Gottesknechtslied. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Sein Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit der Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte. Obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du Gott sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was Gott gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht, er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Christsein ist Proexistenz, auf Deutsch Fürsein. Christsein ist Fürsein. Und das wissen wir von ihm, der für uns eingetreten ist und der für uns ans Kreuz gegangen ist und durch dessen viele Wunden wir vielen geheilt worden sind. Die Proexistenz des Herrn. Und von ihm her, wenn wir das Wort vom Kreuz, das Wort der Stellvertretung annehmen und bei uns wirksam werden lassen, wenn wir spüren, dass er uns erleichtert und befreit von einer Last, die wir selber gar nicht tragen können, dann werden wir frei für ein Leben, das auch wir anderen anbieten und für andere einsetzen können. Es ist die Freiheit der Kinder Gottes, diese königliche Freiheit, die man sich nicht nehmen kann, die muss man bekommen, geschenkt bekommen. Das ist die Morgengabe der Christen, die wir bekommen haben. Und deshalb dieser ernste und stille Karfreitag ist auch ein großer Festtag, ein Tag großer geistlicher Freude. Und ich wünsche Ihnen allen von Herzen, dass diese Freude Sie erreicht, wie ein Lichtstrahl aus dem Herzen des Gekreuzigten. Er ist gekommen, um für die vielen einzutreten und sich an ihrer Stelle von dem treffen zu lassen, was eigentlich uns gegolten hätte, was wir verdient haben. Ein kleines Gedicht von Paul Gerhardt, das zu meinen Schätzen gehört. Ein Schatz, den ich heute auch mit Ihnen teilen möchte. Paul Gerhardt lebte in armen und bedrängten Zeiten, Tohuwabohu in der Gesellschaft, Seuchen, die die Bevölkerung dezimierten,
ganz wildes Durcheinander und niemand musste mehr richtig ein und aus. Und er hat seinen Leitstern gefunden, er hat den Gekreuzigten bei sich gewusst. Und ein Freiheitsgedicht aus dieser Zeit. Jener Kerker, da wir saßen und in Sorgen ohne Maßen uns das Herze selbst abfraßen, ist entzwei und wir sind frei. Diese königliche Freiheit vom Karfreitag, die wünsche ich Ihnen. Gott segne und behüte Sie alle.